Energieeinsparen ist auch für die Telekom ein Riesenthema. Es gibt im Unternehmen eine ganze Reihe an Maßnahmen, die auf dieses Ziel einzahlen. Ich habe mir heute mal ganz bewusst eine kleine Maßnahme herausgesucht, um zu zeigen, wo im Netz überall Stromfresser sitzen und wie man denen mit ein bisschen Grips und Leidenschaft auf die Pelle rücken kann. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Markus Schaper. Markus, du leitest ein Projekt, was auf unsere Energiesparziele einzahlt. Und es ist mal so ein Projekt, was nicht so jetzt ist, dass man jetzt gleich ein Atomkraftwerk davon deshalb abschalten kann, sondern es ist eine kleinere Sache, aber zeigt halt, dass man in so einem Unternehmen auch mit vielen kleinen Schritten dann zu dem Ergebnis kommt. Und erzähl uns mal, was machst du, was macht dieses Projekt, das du leitest? Du hast es richtig angesprochen. So einen großen Elefanten, Kappa Retirement, haben wir entscheidend geschleppt. Wir haben uns den Access herausgenommen und haben gesagt, was können wir in so einem Emsland vielleicht tun, um entsprechend Strom zu sparen. Dann haben wir sehr schnell festgestellt, naja, um die Kunden zu versorgen, muss ich auf ein weiteres Element in unserem Baum gehen und sagen, wir haben einzelne Leinkabeln, die stecken in so einem M-Sahn drin, das ist in diesem Schlafenbauern meistens. Das sind die grauen, großen Kästen am Straßenrand. Da steckt die Technik drin, da ist so eine Stromsäule daneben und in diesen großen Kasten, da gibt es jetzt Elemente, die nennen sich Leinkarte, wo wirklich jeder Kunde abgeschlossen ist. Und diese Leinkarte, da haben wir gesagt, da können wir was tun. Da können wir in einen sogenannten Standby-Modus gehen, wenn sie keine Kunden mehr beinhalten. Das heißt, wir sprechen hier jetzt aber von dem bisherigen VDSL-Netz, was wir haben. Wir haben erstmal gesagt, bei der Telekom, bei uns ist es so, dass wir so im Schnitt 3 Karten in diesen Straßenkästen haben. Mhm. Und diese Karten werden nach einer Beschaltungslogik beschaltet, das hat aus Sicherheitsgründen. Und jetzt ist nicht einfach mal so eine Karte leer. Was ist denn überhaupt der Anlass, warum wir sagen, warum können wir so eine Karte abschalten? Der Anlass ist, wir haben einen FTTA-Ausbau, das wichtigste Element, und wir wollen diesen Move to Fiber, das heißt, der Kunde geht auf natürliche Wege auf den FTTA-Ausbau, nimmt sein Produkt praktisch vom Kupfer mit und hat jetzt einen neuen Glasfaseranschluss. Jeder ein Port leer auf dieser Kupferkarte. Das zweite ist, wir haben Gebiete, wo auf meinem Rückzug passiert. Jeder von uns zieht aus in eine andere Wohnung, da bleibt sofort lärm. Und eben so, alle diese Elemente führen wirklich dazu, dass wir Kunden haben, die dann auf so einer Karte gefühlt alleine sind. Und jetzt sagen wir im nächsten Schritt, wie können wir denn intelligent sowas angehen und diese Kunden auf eine andere Karte in demselben Gebiet Störungsbalken zu schalten. Damit wir diese Karte, die dann leer ist, in diesem sogenannten Standby-Modus. Der Kunde hat überhaupt keine Beeinträchtigung in seiner Bandbreite. Das, was er vorher als DSL-Produkt auf der Kupferplattform hat, nach dem Umschalten bekommt er wieder. Er braucht kein neues, er hat keine Angst. Also die Angst wirklich überhaupt nicht. Er bekommt das, was er hat, wieder. Wir nehmen jetzt nur das Kupferkabel von der einen Karte weg auf die andere Karte. Da habe ich eine Unterbrechung. Die ist so gering, dass ich kleiner, also in kleiner einer Minute bin, dass sich das Gerät einmal synchronisiert und wieder neu verbindet. Weil ich muss ihn einmal umschalten. Aber der Kunde hat keine Produktbeeinträchtigung. Sein Magenta-Zuhause-Produkt hat er weiterhin, er braucht kein Entity neu, nichts. Wo ist die Ersparnis? Die Ersparnis ist, wenn wir die Karten jetzt in unsere Optimierung anders auslassen, und dadurch schalten in diesen Standby-Modus. Wir wollen dieses Jahr 20.000 dieser Leinkarten abschalten. So, und das macht eine Ersparnis von 8,3 Gigawattstunden im Jahr. Das sind so 27 Millionen Akkuladung für ein E-Fahrrad in Deutschland. Die sparen wir ein. Das bedeutet, was tut denn und wir vielleicht auch als Privatmensch? Wir machen das Licht aus, wir schalten vom Monitor den Standby aus. Alle diese kleinen Dinge machen wir jetzt auch zum Netz. Wir gucken, wo sind diese Karten ganz gering beschaltet, wo können wir diese Karten freischalten, wo dann legen wir sie in den Standby-Bund. Du hattest jetzt gesagt, 3 Karten pro Multifunktionsgehäuse, so im Schnitt. Wie viele gibt es denn Multifunktionsgehäuse in unserem Netz? Also wir haben außen von den Straßenkästen so um die 177.000 Kästen in Betrieb. Wow. Stand heute im Netz. Und wenn du jetzt
in das Innere reinguckst, dann haben wir bundesweit 750.000 Leinkarten. Die Karten bleiben in dem Gerät. Warum? Wir kriegen wieder einen Kundenzuwachs, weil ein Neubaugebiet entsteht. Wir haben noch Umweltparameter, regulatorische Dinge etc. Einen ganzen Lobstoff. Und erst wenn all diese Dinge geregelt sind, dass ich sagen kann, ich kann sie wirklich abschalten und ausbauen, dann tun wir es auch. Stand heute sage ich, erster Schritt, Strom sparen, wie zu Hause, Monitor in den Standby-Modus setzen. Ich kann ihn aber weiter benutzen, weil ich ihn wieder anschalten kann. Wie identifiziert ihr denn jetzt diese Karten? Da sind wir sehr digital. Wir haben ein Inventarisierungssystem. Dieses Inventarsystem können wir auslesen. Wenn ich jetzt eine ganz geringe Anzahl finde auf einer Karte, das machen wir automatisiert, kann ich sagen, besteht dort ein Optimierungspotenzial, diese Kurse in dieser Defragmentierung wegzubekommen auf eine andere Landingcard und dann kann ich sie in den Standby-Modus setzen. Also voll digital, da sitzen wenig Menschen, kann die nehmen diese Dinge aus im Inventarsystem bei uns und sagen dann, okay, kleiner x Kunde und wir schalten sie dann später nach dem Umschalten in den Standby-Modus. Und mal so ganz nebenbei, unser FTTH-Netz wächst und wir haben auch immer mehr Kunden hier auch in natürlichen Wege das Kupfernetz verlassen. Aber auch ganz wichtig, da wo wir jetzt ausgebaut haben, zum Beispiel FTTH, ist es nicht automatisch, dass wir da einfach die Karten ausschalten und die Leute zwingen zu wechseln. Genau. Okay, also dann kann jeder eigentlich, sobald wir irgendwo FTTH ausgebaut haben, auch was für die Umwelt tun, indem er wechselt. Wir kümmern uns dann im Nachgang darum, dass nicht irgendwo unnötig Energie verbraucht wird. Genau. Sozusagen, wir benennen das intern Housekeeping und sagen, wo können Sie jetzt überall das Licht ausschalten, weil wir eine neue Technologie aufgebaut haben. Es betrifft ja diese Straßengehäuse und das macht halt unser Inventarsystem ein Stück weit automatisiert. Der Ausbau ist da, wir sehen die Kunden wechseln. Und dann gehen wir hinterher und sagen über die nächsten Jahre, wo können wir das Kupfernetz in den Standby-Modus kriegen? Und wenn alle regulatorischen Parameter da sind, wir noch einen Schritt vielleicht dann in Zukunft weiterbieten. Im Vorgespräch hattest du mir auch noch eine Sache gesagt, die fand ich ganz interessant, weil ich würde jetzt denken, man hat dort eine Karte und dann fährt man dahin sofort zu dem Multifunktionsgehäuse und baut die Karte aus. Du hast aber gesagt, ihr macht das anders. Es gibt Kunden, die jetzt von FTTH, von Kupfer nach FTTH wechseln. Und es gibt Kunden, die aber auch noch neu ein Kupfer anschaffen. Weil Stand heute geht beides. Jetzt ist der Servicetechniker schon mal da. Dann kann ich ihm auch sagen, nimm die Freischaltung vor von diesen Leinkarten in jeweilige Umschaltung rein. Servicetechniker muss nur einmal anfangen. Wir haben nur einmal einen Aufwand, den wir als Telekom intern erzeugen. Wir gucken natürlich auch auf unseren Footprint. Wir haben versucht, diese Intelligenz einzubauen, zu sagen, wo fährt ein Servicetechniker hin, wo kann ich umschalten und dann gleichzeitig mit vor. Noch so ein kleiner Schritt, also das finde ich wirklich an dem Projekt ganz faszinierend, dass hier kleine Schritte gemacht werden und halt auch auf solche Sachen wie zum Beispiel, dass der Techniker muss ja mal fährt mit dem Auto raus. Ist es wieder CO2-Footprint, den er da verursacht. Und auch das kann man optimieren, genauso wie wir uns optimiert haben, indem wir es jetzt hier über eine Webex gemacht haben und uns leider nicht persönlich treffen konnten. Aber Markus, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für den Einblick in dieses interessante Projekt. Sehr gerne, Markus. Ihr seht also, man muss nicht immer das ganz große Rad drehen, sondern es gibt auch kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Telekom, dann aktiviert die Glocke. Und hier habe ich euch noch ein Video verlinkt, da geht es um Stromsparen im Mobilfunknetz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.